Moin und willkommen zurück zu Let's Play East 1 aus der East Chronicles Plus Reihe. Und heute sind wir ein bisschen mehr dabei, durch die Gegend zu laufen, aber das möchte ich gleichzeitig kombinieren und ein paar Dinge hier zeigen. Als erstes wollen wir halt hier diesen Dialog triggern, das Schwert. Fair genug, ich sehe, du möchtest dir Hysteria mit deinen eigenen Augen ansehen, möchtest, oder? Wenn du so entschlossen bist, plane ich nicht, dich aufzuhalten, aber bitte sei vorsichtig. So, das war ein Dialog, den wir triggern mussten, aber was ich eigentlich in dieser Folge auch zeigen möchte, ist einmal, dass es hier ja noch andere Soundoptionen gibt. Moment, erstmal die hier, aus der Complete-Version, und es gibt natürlich auch nochmal Artwork in einer anderen Version, und hier sieht man vielleicht die Unterschiede. Das sieht ein bisschen anders aus. Generell kann man sagen, sehen die in der Chronicles-Version alle ein bisschen lebhafter und freundlicher aus. Aber das hier hat, denke ich mal, so seinen eigenen Charme und wahrscheinlich ist es einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt. Und ja, von der Musik hört ihr vielleicht auch kleine Unterschiede. Der krasseste Unterschied ist natürlich zu dem Originalsound, den wir hier haben. Das ist ja, ja, zwar mit prähistorischen Mitteln könnte man fast sagen, aber es klingt doch sehr gut, finde ich. Natürlich hat das nichts mit heutigen Soundtracks dann gemeinsam oder kann verglichen werden, aber finde ich interessant. Auf jeden Fall wollte ich heute mal ein bisschen mit diesen Complete-Sachen spielen. Und genau, als erstes wollte ich halt diesen Dialog triggern, weil man schon andere Dialoge hier triggern kann. Dafür müssen wir nur kurz aus dem Dorf raus. Und dann ist hier ein Mann drin. Bist du dir darüber sicher? Wenn sie gerade frei sind, könnte dich die Miliz zum Zepik-Dorf zurück eskortieren. Keinen Grund zur Sorge, ich kann es alleine zurückschaffen. Als erstes muss ich zurück zu meiner Frau und sie besänftigen. In Ordnung, dann werde ich darüber nicht streiten. Ich wünsche nur, ich könnte weiterhelfen. Ich befürchte, dass ich einfach keine Behandlung für dein chronisches Schlafwandeln habe. Mach dir darüber nicht zu viele Gedanken. Ich bin dankbar für alles, was du getan hast, Dr. Gudo. Nun dann, wenn ihr mich entschuldigt. Oh, Verzeihung. Ja, und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in einer Folge haben wir in Zepik auch mit einer Frau gesprochen, die davon erzählt hat, dass ihr Mann irgendwie verloren gegangen ist und dass wir den doch bitte für sie suchen sollen. Das ist der, und das ist auch etwas, was man in diesem Spiel machen muss, wenn man weiterkommen möchte. In der Mine braucht man es nicht, aber man braucht es später, und da es hier mehr oder weniger auf dem Weg mit anderen Sachen liegt, die ich noch erledigen wollte, bietet sich das gerade an. Ja, und hier stelle ich vielleicht nochmal auf den Sound um, den wir vorher hatten. Man hört doch kleine Unterschiede. Ganz kurz schalte ich hier auch nochmal das Original ein. Ja, aber auch wenn Unterschiede drin sind, dann hört man doch, dass es immer noch der gleiche Soundtrack ist. Zwar immer ein bisschen verarbeitet, aber es wirkt authentisch. So, nee, wir wollten heute mit Complete spielen, genau. Und unser nächster Zwischenstopp ist hier Minea, hieß die Stadt, glaube ich. Genau. Und was ich halt offscreen gemacht habe, das
das kann ich kurz im Inventar zeigen. Ich habe hier nochmal die Schilde geholt und die Rüstung, einfach weil wir das Gold hatten und das Inventar so einfach mal kompletter aussieht. Sind natürlich schwächer als das, was wir schon tragen können. Mit dir wollte ich nicht reden. Yep. Ich wollte noch mal kurz hier in die Klinik reingucken, weil ich finde, vom Artwork hier sieht man schon ganz große Unterschiede. Die Lisa sieht hier ja ein bisschen nett aus, eher, ja, fast ein bisschen passiv. Und wenn man das Ganze jetzt umstellt, da haben wir's. Das ist doch schon viel lebhafter, oder? Naja, nur ein weiteres Beispiel. Das heißt, ich stelle jetzt... Nein, das interessiert mich gerade nicht. Ich stelle wieder um. Genau, und wir haben ja die silberne Harmonika gefunden. Die können wir jetzt hier abgeben. Da ist sie. Ah, du hast meine Harmonika gefunden. Was ist das? Du hast gesagt, oder du sagst, dass sie in der Rastin-Mine war? Ich verstehe. Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Wie auch immer. Ich biete dir meinen ewigen Dank dafür, dass du sie sicher zurückgebracht hast. Du bist ein überaus freundliches Individuum. Darf ich nach deinem Namen fragen? Ja, wir geben ihr unseren Namen. Adel Kristen, sagst du? Was für einen wunderbaren Ton dieser Name hat. Nochmal vielen Dank, tausendmal, dafür, dass du meine Harmonika gefunden hast, Sir. Oder dass sie meine Harmonika gefunden haben, Sir Kristen. Bitte erweist mir die Ehre und hört meinem Lied zu. Jo, das war das und vielleicht stelle ich hier auch nochmal kurz Display um, einfach um nochmal den Vergleich zu haben. So sieht sie in dieser Version aus. Danke dafür, dass du sie gefunden oder dass sie sie gefunden haben. Und wieder zurück auf Complete. So, im Wesentlichen hat das jetzt getriggert, dass die Bäume aufgewacht sind, also die Ruderbäume. Aber zu denen kommen wir auch noch. Und dafür laufen wir mal ganz schnell hier hin. Ja, ich nehme diesen Weg jetzt nochmal mit rein, weil auf dem Weg noch ein paar Dinge liegen. Und hier hört man vielleicht schon Kampfgeräusche. Ja, so klingen Kampfgeräusche in diesem Spiel. Und sieh an, wer sich verlaufen hat. SSS, ja, wir müssen den hier töten und dann passiert das. Danke. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast wirklich mein Leben gerettet. Ah, warte einen Moment. Ich glaube, ich habe dich in der Barbadoo-Klinik gesehen, oder? Bitte verzeih meine schrecklichen Manieren. Mein Name ist Luther, Luther Gemma, aus dem Zepik-Dorf. Jo, wir geben ihn, oder wir erzählen ihm auch, dass wir Adol heißen und... erklären, dass seine Frau um ihn besorgt ist. Ich verstehe. Also habe ich sie wieder besorgt? Nee, das klingt nicht richtig. Ah, auf jeden Fall hat er ihr wieder Ärger bereitet. Verdammt, dass ich so ein tiefer Schläfer bin oder dass ich so tief schlafe. Warum weckt mich nichts auf, wenn ich schlafwandle? Das Problem habe ich jetzt seit 6 Monaten. Aber seitdem die Sturmwand aufgetaucht ist. Und sieh dir das an. Mal wieder bin ich in der Mitte von nirgendwo aufgetaucht.
und versuche nach Hause zu kommen. In welche Richtung liegt Sepik Wharf? Oder wärst du dazu fähig, mich dorthin zu begleiten? Jo, dem stimmen wir zu und wir bringen ihn dahin. Das müssen wir jetzt nicht selber laufen, sondern er teleportiert uns da einfach hin. Oh, mein liebster Luther. Es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger bereitet habe. Ich war mir sicher, die Monster hätten dein Gesicht aufgefressen. Ich war so sehr besorgt. Deine Fantasie läuft wild, meine Liebe. Nahezu beängstigend. Aber ich bin in Ordnung. Das ist Edel. Er hat mich kurz vor meinem sicheren Abscheiden gerettet. Hat er das? Dank dir, Bursche. Wie kann ich dir jemals zurückzahlen, was du getan hast? Adel, wenn du uns bitte entschuldigst, wir haben einige Geschäfte zu erledigen. Ich bin in deiner Schuld, mein Freund. Tausend Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Jo. Und hier gehen wir nochmal kurz rein. Er hat zwar nichts Interessantes zu erzählen. Ich habe meine Frau sehr besorgt. Ich bin zutiefst beschämt. Allerdings wundere ich mich, ob es einen tieferen Grund hinter meinem Schlafwandel gibt. In meinen Träumen höre ich immer eine seltsame Stimme, die nach mir ruft. Es ist die Stimme eines jungen Mädchens. Obwohl ich mir nie sicher sein kann, wo sie ist, trotzdem fühle ich mich dazu beauftragt, nach ihr zu suchen. Also wandere ich umher, sowohl in meinem Traum als auch in der Realität. So viel zu dem, das macht später noch Sinn. Nein, Sound wollte ich nicht umstellen. Ich wollte Display umstellen. So sieht der Gute nämlich, in dieser Version aus. So. Ja, die erzählen nichts Wichtiges mehr, nur dass sie halt in unserer Schuld sind und dass wir uns bei ihnen zu Hause fühlen dürfen. So, dann wieder Display umstellen. Und jetzt haben wir hier den nächsten Dialog. Adel. Ich kann dir niemals genug dafür danken, dass du mich aus dieser Gefängniszelle befreit hast. Es fühlt sich so gut an, frei zu sein. Trotzdem kann ich mich immer noch nicht an meinen Namen erinnern. Wer bin ich? Was habe ich mit meinem Leben angefangen? Und warum war ich überhaupt in dieser Zelle gefangen? Ich kenne keine einzige Antwort auf diese Fragen. Das Einzige, was ich weiß, ist mein Name Fina und dass ich eine Gefangene war. Warum kann ich mich nicht an mehr erinnern? So, und auch hier wollte ich kurz gerne nochmal umschalten. Auch hier nochmal ein kleiner Unterschied. Die Körperhaltung fällt mir hier auch gerade auf, ist ein bisschen anders. Während sie ihre linke Hand in der anderen Zeichnung eher an der Hüfte hat, was ein bisschen natürlicher aussieht, hat sie die hier auf der Schulter, wodurch irgendwie ein bisschen mehr Spannung im Körper ist. Eine etwas andere Wirkung. Das ist ein liebliches Dorf. Jeba hat mich dem Dörflern vorgestellt und jeder scheint sehr nett zu sein. Das ist das erste Mal, woran ich mich erinnern kann, dass ich mich so, friedlich gefühlt habe. Es kümmert mich nicht wirklich, ob ich jemals meine Gedächtnis zurückbekomme, wenn ich doch bloß mit diesen Leuten an diesem Ort bleiben könnte. Ich weiß, ich sollte mich mehr anstrengen, mich zu erinnern. Aber ich bin hier momentan einfach so glücklich.
Okay. Also so ein bisschen Story hat das Spiel ja schon. Und für die Jeba haben wir ein paar schlechte Nachrichten, befürchte ich. Denn ihre Tochter ist ja irgendwann gestorben und das müssen wir ihr auch nochmal mitteilen. Ah, du bist es. Suchst du nach Fina? Sie ist nach draußen auf einen Spaziergang gegangen. Was ist das Problem? Oder ist etwas passiert? Du siehst nicht besonders gut aus. Und wir erzählen ihm davon, dass Sarah verstorben ist. Ich verstehe. Ich hatte eine schreckliche Vorahnung, dass so etwas passieren könnte. Auch Sarah. Sie schien von ihrem Schicksal, das ihr bevorstand, zu wissen. Ich vermute, dass es am Ende ihr Job war. Jo, und jetzt könnte man nochmal mit ihr reden, sich vorlesen lassen, und dann sagt sie, sie kann nicht für immer trauern. Aber die wichtigsten Dialoge haben wir hier jetzt auch abgeschlossen. Ja, heute ist mir danach ein bisschen zu überziehen. Ich möchte nämlich noch die ein oder andere Truhe öffnen. Und die finden wir hier auf dem Weg. Eigentlich dachte ich auch, dass ich eine Truhe davon schon geöffnet hatte. Aber scheinbar nicht. Und deshalb nehme ich diesen Weg lieber mit rein, damit ihr auch sehen könnt, wo wir hier landen, wie man an diese Truhen kommt. Wenn ich denn nicht zu konfus durch die Gegend renne. Genau, einmal gibt es hier eine Truhe. Mit der Bestiary Potion. Die kann man benutzen, um mehr Details von Monstern zu sammeln. Und damit kann man dann irgendwie auch so eine Monstersammelliste voll machen. Und ich glaube, auf Steam gibt es dafür ein Achievement, aber ansonsten hat das keine Auswirkung aufs Spiel. Hier ist einer der Roderbäume, mit dem sprechen wir dann in der nächsten Folge. Was ich jetzt noch mitnehmen wollte, ist hier vorne in dieser Truhe, nämlich ein Stück Papier. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Und wir sehen halt auch, was uns die Bäume zu erzählen haben. Also bis dann.